Ja, guten Morgen, Freunde. Heute sind wir bei der Burg Lichtenberg und schauen uns mal diese riesige alte Burg an. Jetzt ist einfach nichts da. Aber das ist immer so komisch für Kinder, wenn man einen anderen. Wow, was für ein Brocken von Festungsmauer. Holy moly. Was ist für ein Brocken. So, das ist der Zier. Papa. Hi. Wow, 1214 ging es hier schon los, ja? Sehr alt. Standesamt. Na, ein schöner Ort zum Heiraten. Und hier nebendran, in der Burgschenke, kannst du gleich die Hochzeit feiern. Burgrestaurant. Sehr schön. Da ist inzwischen noch eine Jugendherberge untergebracht, auch cool. So einem historischen Ort mal, kann man ein bisschen was in Geschichtsunterricht lernen. Ne? Ja, das gefällt mir natürlich hervorragend. Eine Siedle-Sprechanlage, altes Modell, aber schön Siedle. Ne? Da könnten wir mal eine schöne neue Edelstahlanlage oder eine Classic anbringen, ne? Hervorragend. Sehr gut, endlich mal europäische Steuergelder für was Sinnvolles verwendet, für diese Erhaltung dieser Burganlage. Wow, ganz schöner Bergfried, mein lieber Scholle, was für ein Brocken. Wunderschön. Wow, sieht ja cool aus, der alte Burgbereich. Fantastisch. Zugeschütteter, vielleicht Burgbrunnen. Ja, das ist wieder was Schönes für Burgruinenfreunde, ne? So wie Maria, die ist ja ein großer Burgen,
Schlösser und Ruinen-Fan. Das alte Pflaster, ne? Rundgeschliffene Steine im Laufe der Jahrhunderte. Sieht man schön der Kamin, wo er hochging. An jedem Fenster die zum Hinsitzen. Wow, super. Festungsmauern. So tief kommt es hier kaum drüber. Wahnsinn, das ist eine schöne Festung, lohnt sich auf jeden Fall mal hier vorbeizuschauen. Ne? Mal hier mal einen einmal im Kreis rumlaufen. Oh, dann schauen wir mal, ob wir in den Bergfried reinkommen. Wendeltreppen, kleine, die früher in diesen Türmen bis nach oben führten. Die Menschen waren früher ein bisschen kleiner. Ich hätte mir da früher wahrscheinlich überall die Rübe angehauen. Das gibt natürlich wieder ein paar Fotomotive. Fantastisch. Ja, ich hoffe, man bekommt einen kleinen Einblick hier in diese Burganlage. Solltet ihr mal in der Nähe sein. Ein kurzer Abstecher hier hoch lohnt sich auf jeden Fall. Wäre natürlich so auf Burgen und Ruinen stehen. Ne? Und Schatz, gut, oder? Herrlicher Brocken, gell? Und noch recht viele erhalten, ne? Ich meine, wir haben schon Ruinen gesehen, da konntest du nur noch ein bisschen erahnen, was da mal vielleicht gestanden haben könnte, ne? Aber hier oben steht doch noch ganz ordentlich was. So, ein kleiner Rundgang hier auf dem Burginnenhof. So, und jetzt werden wir noch ein paar Fotos schießen, ne? Jetzt bin ich mal im Innern von den Burgfried. Da kann man rein. Ja. Die Treppe sieht Gott sei Dank neu aus und nicht aus dem 12. Jahrhundert. Also werden wir uns mal da hochbegeben, ne? Meine Schnauferei da hoch erspare ich euch. Und schalt oben wieder die Kamera an. Aber hier noch schnell ein Foto schießen. So, nach etlichen Stufen oben angekommen, machen wir mal einen Rundumblick vom Burgfried.
Da hat man einen Ausblick. Sieht noch Teile der Burg. Einen schönen Blick über Saarland. Mann, und hier ist so viel Mischwald. Fantastisch. Sieht schier undurchdringlich aus. Also sollte ich wieder mal hierher kommen, werde ich mal einen Wandertag einlegen. Denn diese Wälder schreien ja geradezu danach, eine schöne Wanderung im Herbst durch so einen schönen Laub- und Mischwald zu machen. Hier ein bisschen Blick auf die Festung. Ja, das war er. Ein kleiner Burgrundgang auf dem Bergfried. Riesige Gebäude, aber hier waren natürlich überall Zwischendecken. Hier sieht man so einen Absatz, wo schon eine Decke war. Und hier hatte man dann überall diese kleinen Schießscharten, da konnte man dann rausgucken und auf den angreifenden Feind schießen. Hier war der Kamin, das heißt, hier war im zweiten Stockwerk aber erst, hier unten im Keller nicht. Hier war der Keller wahrscheinlich. Und hier sieht man wieder, Moment, ich sehe nichts auf dem Display. Hier war ja wieder ein Boden drin und hier oben beginnt erst der große Kamin hier in dem Erdgeschoss. War vielleicht das Herrschaftshaus hier, das große Gebäude. Und hier im Erdgeschoss haben vielleicht die Herrschaften gewohnt, oder dass sie es da schön warm hatten. Hier der große Kamin, war bestimmt nicht für die einfachen Ritter oder Angestellten. Das war dann schon wahrscheinlich das Herrschaftshaus. Hier sieht man auch wieder, wo die Decke aufgehangen war. Ja, kleiner Keller, erstes Stockwerk, oben drüber nochmal eins. Und dann Hier die großen Fenster in diesem mittleren Stockwerk und oben noch eins. Und dann ging es noch in irgendwelche Stockwerke auf dem Speicher, wo vielleicht die Bediensteten ihre kleinen Kammern hatten. Hier wieder gleiches Spielchen. Erdgeschossboden, wahrscheinlich war das hier noch viel tiefer. Wahrscheinlich ist ja erst im Laufe der Zeit mit Erde aufgeschüttet worden. Das ging hier bestimmt noch runter. Dann wieder die verschiedenen Stockwerke. Auch hier sieht man wieder die Löcher, wo Balken waren,
wo Zwischendecken gehalten wurden. Links und rechts fette Mauern hochziehen zwischen Balken, Decken und das Ganze in der Höhe nutzen. Da hinten sieht man auch eine Treppe, die da hochgeht in ein nächstes Stockwerk. Hier oben natürlich wieder die schönen großen Fenster mit Sitzgelegenheiten an den Fenstern. Und auch hier wieder die Tiefe von diesem Turm. Ne? Das sind noch 3 Meter. Mindestens 3 Meter, 3,5 Meter Tiefe. Starke Mauern. Und nach unten wahrscheinlich noch stärker. Wahnsinn. Klasse. Erster Verteidigungsturm nach draußen mit ganz kleinen Schießscharten. Einfach. Ja, linke Flanke absichern. Der Turm über dem Burgtor. Zweites Tor, drittes Tor, ja. Die haben die Geschichte damals gut gesichert, ne? Auch ein extrem massiver Turm hier. Da haben wir am Anfang die Außendurchmesser gesehen. Ja, diese Burgbaumeister waren schon Spezialisten ihres Fachs. Sie sind da drin abgeschlossen. Die Burgmauer oder beziehungsweise Teile des Berges aufgeschüttet mit Mauer oder halt erweitert durch Mauern. Die natürlichen Gegebenheiten sinnvoll nutzen. Ne? Und natürlich auch Aufgabe eines Burgbaumeisters, die natürlichen Gegebenheiten in die Planung so einer Burg mit einfließen zu lassen.
Weil warum irgendwo unnötig eine Mauer bauen, wenn ich massiven Bergfels habe? Geil. Tolle Burg. So, einmal noch ein kleiner Rundgang an dieser Außenmauer entlang. Das war hier bestimmt auch mal höher. Oder hier war der Boden ganz einfach tiefer. Den hat man vielleicht auch erst hier aufgeschüttet. Denn hier unten im Boden sieht man noch Fenster. Und darum denke ich mal, dass es hier früher keinen Weg gab und keine Erde, sondern dass es hier wahrscheinlich steil bergunter ging. Ne? Deshalb verzerrt das heute vielleicht ein bisschen die Perspektive, ne? Mit irgendwelchen Mauerhöhen oder Größen. Ich glaube, das war früher alles noch viel, viel höher. Ne? Denn diese kleinen Mäuerchen würden ja so nicht gerade sinnvoll sein und wären leichter zu überwinden, aber wahrscheinlich ging es halt hier nochmal 10 Meter runter. Ne? Hier liegt noch Baumaterial für den heutigen Burgbaumeister, der hier ein bisschen den Auftrag kriegt zum Renovieren, zum Erhalten. Ah, da oben noch schöne, weiß ich, wie nennt man das? Zinnen, Verzierungen, irgendwelche dekorativen Bögen, Stützen, sehr schön. Ja, das große Herrschaftshaus von außen. Massive Außentürme, massive Außenmauern. Muss natürlich auch einiges aushalten. Ne? Riesige Anlage, riesig. Oh, schön mit Efeu zugewachsene Außenanlage und die Sonne kommt durch. Perfekt nochmal für ein schönes Foto. Was ist da? Festungsmauer auf der anderen Seite. Da geht es natürlich auch steil ab. Dann wahrscheinlich auch fette Befestigungstürme. Noch ein Schnitt direkt. Wenn wir die Hälfte noch verpasst, wenn die Dieter machen. Wieder nur für kleine Menschen Platz. Guck mal, das war, wie man sieht, war ja hier auch mit Erde aufgeschüttet. Hier war früher keine Erde, hier ging es runter. Ne? Hier war ein Fenster in luftiger Höhe. Auch hier alles zugeschüttet worden. Ne? Das war früher alles viel höher. Na, Erik, das war früher mal ein Fenster, aber hier ging es halt steil runter. Das hat man da das mal mit Erde aufgeschüttet. Ne? Das waren Türme in luftiger Höhe mal. Diese Türme in Höhe. Ah, ja. Ja, Vorsicht. Hier wieder die Außenmauer. Ja, da war früher mal keine Erde mit Sicherheit. Da ging es wahrscheinlich steil bergab. Keine Möglichkeit für Angreifern. Darum hier auch wahrscheinlich weniger gesichert. Ne? Oder die Türme oder Schutzgebäude wurden inzwischen abgetragen. Dann ist was. Ja, das ist auch noch mal ein Außenposten der Burg, ne, am anderen Ende. Ah ja, wenn hier ein Standesamt ist, kannst du dir vorstellen, wie sich hier die Fotografen freuen auf wirklich coole Hochzeitsbilder in so einer Kulisse. Müssen wir zu Hause auch mal ein bisschen nachlesen über diese Festung. Gibt es bestimmt einen eigenen Wikipedia-Artikel. Was war das hier? Eine riesige Burg.
richtige Burg. Nicht umsonst Deutschlands längste Burgruine. Riesige Ausmaße. Riesiger Platz. Das muss ja eine riesige Burg gewesen sein. Tja, früher waren ja auch bestimmt keine Bäume, denn man wollte hier natürlich gute Fernsicht haben, dass sich hier auch niemand im Schutz eines Waldes anschleichen konnte. Ne? Wieder ein Burgbrunnen, ganz wichtig. Die Wasserversorgung auf einer Burg war, da war ein Brunnen früher. Denn wenn eine Belagerung war, musste man natürlich genügend Wasser vor Ort haben. Ne? Ja, das ist schön, hier sind sie dran, um irgendwelche Mauern zu restaurieren, zu befestigen, zu reparieren, damit das Ganze möglichst lang erhalten bleibt. Da ist doch Baustelle. Oh, da sieht man mal die Länge der Ausmaße hier von der Burg. Vorne der Bergfried. Als hier vor, bis hier vorne an die Ecke, wo gerade Bauarbeiten stattfinden. Innerhalb der Burganlage befindet sich auch inzwischen ein kleines Urweltmuseum. Mal schauen, ob wir da reinkommen. Und wir haben hier noch einen Burggarten mit wahrscheinlich damals angepflanzten mittelalterlicher Kräutergarten nach dem Klosterplan von St. Gallen um 820. Und der Zeichnung von Kräutergarten des Klosters Reichenau um 840 angelegt. Kräuter damals ein wichtiger Bestandteil, A für die Küche und B für die Medizin. Damals konnte man halt sich noch nicht an den Medizinschrank gehen und Aspirin holen. Nee. Da hast du dich aus der Natur bedienen müssen, ne? Nach so einer Schlacht. Dann hast du einen an die Rübe gekriegt, ne? Bist du dann hier zur Burgapotheke und hast dir was zusammen mixen lassen und das Ganze ordentlich runtergespült mit einem ordentlichen Starkbier, ne? Weg der Wirkung, ne? Naja, ich finde jetzt hier dieser Stahlbeton-Glasbau passt auf der einen Seite irgendwie nicht hier so rein, auf der anderen Seite na, das totale Kontrastprogramm, ne? Die Trotzburgen der heutigen Zeit. Beton, Stahl und Glas. Naja, durfte sich wahrscheinlich ein Architekt austoben hier oben. Sieht auf jeden Fall auch ziemlich gut geschützt aus, ebenfalls mit anmutenden Schießscharten in Form von Schlitzfenster. So, dann gehen wir gleich mal hier den modernen Bau. Riskieren mal einen schnellen Blick hier rein. Ich weiß nicht, ob man es durch die Spiegelung sieht, aber da ist ein kleines archäologisches Labor, wo Ausstellungsstücke präpariert und vorbereitet werden. Cool. Okay, genug spioniert. Tolle Anlage, lohnt sich auf jeden Fall. Das hier alles zu besuchen. Oh, was ist das? Cool. Heute ist noch eine, es ist noch eine Sonderausstellung über Kristalle. Was hast du da Schönes? Ein vergieselter Baumstamm. Vergieselter Baumstamm. Uralt, oder? Ja. Oh, der hat die Ehrezeit eingespielt. Was ist das Ding? Ich will auch noch drauf machen. Der rot liegenden Zeit. Tertiär, okay, aus dem Tertiär angespült, wie auch immer, wie alt das ist.
Guck mal, uralte Steine, geschliffen, zum Klingen gebracht, ne? Museum hat momentan leider geschlossen. Was haben wir hier? Dinosaurierspuren. Irgendeine Echse ist hier über so einen Lehmboden, Fährten im Stein. Vor 300 bis 280 Millionen Jahren sind hier ein paar, ne? Die Viecher hier. Über diesen wahrscheinlich feuchten Lehmboden irgendwo an einem Flusssee, Meer entlang gewackelt. Und dann hat sich das Ganze irgendwie mit Sedimenten überdeckt. Und schaut mal, Kinder, hier Fußspuren, 300 Millionen Jahre alt, von irgendwelchen Mini-Dinos. Ja? Ja. Frühzeitliche Echsen sind hier entlang geschlurft. Cool. Und mit einem letzten Clip verabschieden wir uns von der Burg Lichtenberg im Saarland. Damit endet nicht nur unser heutiger Ausflug, sondern auch unser Kurztrip ins Saarland ist morgen früh schon wieder zu Ende. Dann geht es wieder nach Hause in den dunklen, kalten Schwarzwald, so wie wir erfahren haben. Soll spätestens übermorgen das Wetter dort umschlagen, dass wir am Wochenende Schnee zu erwarten haben. Da ist das hier noch ein wunderschöner Herbsttag mit blauem, leicht bewölktem Himmel und Vogelgezwitscher und noch Plusgraden, richtig angenehm und fällt einem richtig schwer, diese schönen Orte hier zu verlassen. Tja, wir sagen danke Saarland. Danke Burg Lichtenberg. Es war ein schöner Ausflug, schöner Urlaub und ich hoffe, euch haben die Videos gefallen. So, jetzt holen wir mal unsere Kinder aus dem Kerker ab. Die sind irgendwo verloren gegangen. Die haben einen Spielplatz gefunden und schwupps waren sie weg. Ne? Also Leute, viel Spaß weiterhin hier auf YouTube. Danke fürs Reinsetzen, bewerten, kommentieren und ciao. Bis zum nächsten Mal hier beim Hillbilly auf dem Kanal. Bye bye, Leute, macht's gut. Ja, ich habe schon erwähnt. Tja, Pech, zu spät. Tja. So schöne Burg. Was glaubst du, wie viele Hochzeiten hier stattfinden? Ja.